Moin, es ist mal wieder soweit. Ich habe heute vor, Bücher shoppen zu gehen. Und zwar werde ich mit der lieben Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff eine Bücherschnitzeljagd veranstalten. Dieses Format geht auf BookTube ja schon ein bisschen länger um. Und ich glaube sogar, dass die liebe Jenny und die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland das so ins Leben gerufen haben. Das letzte Mal habe ich das zusammen mit der lieben Sarah vom Alice im Bücherland gemacht. Das Format besteht darin, dass man sich gegenseitig Aufgaben stellt und die man dann beim Büchershoppen erfüllen muss. Ja, ich habe der lieben Jenny Aufgaben gestellt und wir haben uns jeweils immer fünf Aufgaben gestellt. Und welche Aufgaben ich jetzt gleich beim Büchershoppen erfüllen muss, das wird jetzt euch die liebe Jenny selbst erzählen. Hi Ramona, ich freue mich riesig, dass jetzt endlich unsere Schnitzeljagd zustande kommt. Wir mussten ja jetzt doch ein paar Mal verschieben, zum einen auch dann wegen Corona jetzt letztlich. Und ja, freue mich jetzt riesig, dass wir losziehen können. Ja, meine Aufgaben an dich wären zum einen, suche dir ein Fantasy-Buch aus, weil Fantasy ist ja dein Lieblingsgenre, aber mit einer dir noch ganz unbekannten Magie. So, ja, insofern sich das im Klappentext rauslesen lässt. Also irgendwas, was du noch überhaupt nicht kennst am Magiesystem. Genau. So, als zweite Aufgabe habe ich mir überlegt, gönn dir was, kauf dir ein Buch, was auf deiner Wunschliste steht, mit dem du aber irgendwie etwas Besonderes verbindest oder was etwas ganz Besonderes für dich ist. Entweder weil du es dir bis jetzt nicht gegönnt hast oder vielleicht verbindest du da irgendwie Kindheitserinnerungen mit und hättest das wieder gerne, hast es dir aber bislang nicht gekauft oder ja, irgendwie muss es besonders sein. So, meine dritte Aufgabe an dich lautet, wage Neues. Und zwar kaufe dir ein Buch von einem Autoren, den du bisher noch nicht kennst. Also Autoren oder Autorin ist da egal. Und das Genre ist auch egal. Aber den Autoren darfst du noch nicht kennen, beziehungsweise darfst du noch nichts von gelesen haben. So, Frage 4 steht unter dem Motto, das Innere birgt die wahre Schönheit. Such dir also ein Buch, welches dich vom Cover her total abschreckt, aber wo dir der Klappentext eine doch sehr interessante Story verspricht und wo du richtig neugierig anhand des Klappentextes wirst. Und die fünfte Aufgabe für dich ist, ja, lass Graf Zahl entscheiden und suche ein Buch mit einer Zahl im Cover oder im Titel, ja, das dich anspricht und das du gerne lesen möchtest. Ja, das waren meine Aufgaben an dich. Ich bin sehr gespannt, was für Bücher du kaufen wirst. Freue mich schon riesig auf unsere Videos und ja, würde am liebsten sofort losgehen. Bis dann, mach's gut. Ja, ich finde, sie hat da sehr, sehr interessante Aufgaben sich ausgedacht. Meine größte Herausforderung wird, glaube ich, sein, ja, das mit dem Cover, also wirklich ein sehr, sehr abschreckendes Cover in die Hand zu nehmen und dann trotzdem noch zu versuchen, ja, ganz unvoreingenommen daran zu gehen und zu schauen, ja, was steckt da eigentlich dahinter? Ich bin ja nun mal Coveropfer und mag sehr, sehr schön aufgemachte Bücher, aber auch das Äußere ist ja auch ein Hinweis darauf, ob es einem gefallen kann, weil die Verlage natürlich gerne immer in dieselbe Kerbe schlagen und meistens kann man dann von außen erkennen, ob das etwas für einen ist oder nicht. So ist es natürlich gedacht. Aber oft ist es auch einfach der Fall, dass das Cover völlig falsche ja, Erwartungen weckt oder aber, dass man einfach nicht den Geschmack trifft des Lesers. Das kann natürlich sein. Also das wird eine große Herausforderung. Da bin ich sehr gespannt und werde mir mal die ganzen hässlichen Cover ja, in der Buchhandlung zusammensuchen. Mal schauen, ob mich der Klappentext eines Buches denn doch so neugierig machen kann, dass ich es mir kaufe. Total spannend finde ich auch das mit der Fantasy-Geschichte, weil ich bin ja eh immer auf der Suche nach besonderen fantastischen Geschichten. Ich lese ja viel in Fantasy, ist mein Lieblingsgenre. Man hat aber irgendwann viel gelesen und kennt vieles schon. Magiesysteme finde ich eh super spannend und deswegen da nach etwas Besonderen, Unbekannten zu suchen, das wird auch spannend. Da freue ich mich auch sehr drauf. Cool finde ich das auch mit Graf Zahl. Erstmal mochte ich die Figur immer sehr, sehr gerne im Fernsehen als Kind.
Und ja, auch das ist auch so eine schöne Stöberaufgabe, weil man sich einfach Zahlen suchen kann. Da kann auch jedes Genre bei rumkommen. Die anderen beiden Aufgaben finde ich eher einfach zu bewältigen. Ich habe mir auch vorgenommen, nicht alle, also keine 5 Bücher zu kaufen, eher 2 oder höchstens 3 Bücher zu kaufen. Und wenn, dann vielleicht die Aufgaben noch miteinander zu kombinieren, weil ich meine, ein neuer Autor oder etwas von der Wunschliste muss nicht das andere unbedingt ausschließen. Deswegen werde ich da eher was kombinieren oder einfach die Aufgaben weglassen. Ich werde mal schauen. Ich habe schon einiges so im Kopf. Ich habe mir natürlich meine Wunschliste nochmal angeschaut für diese Aufgabe und geschaut, ob da vielleicht auch irgendwas mit einer Zahl zu finden ist, dass man diese Aufgaben miteinander kombinieren kann. Und ja, ich werde mich einfach mal berieseln lassen und mir Zeit nehmen. Ich weiß allerdings noch gar nicht, ob es heute tatsächlich was wird, ob ich tatsächlich heute zum Shoppen überhaupt komme. Aber wenn ihr dieses seht, dann wird es dazu gekommen sein, sonst würde ich es nicht hochladen, weil heute ist nämlich auch mein Tattoo-Stechtermin. Und ich weiß nicht, wie es mir danach geht, ob ich nicht lieber nach Hause will und keinen Bock mehr habe zu shoppen. Aber eigentlich habe ich mir so als Belohnung zusätzlich ja, das genommen, und weil die Buchhandlung, die ich besuchen möchte, sozusagen auch genau in dem Stadtteil von Hamburg liegt, dachte ich, dann passt das eigentlich wie Arsch auf Eimer. Das ist nämlich in der Osterstraße. Und ja, die kenne ich noch nicht, die Filiale. Die ist ja auch etwas größer, zweistöckig oder mehrstöckig. Ich weiß gar nicht, ob zwei- oder dreistöckig. Werde ich einfach mal schauen. Und dann habe ich auch schön viel Auswahl. Und man kennt nicht so die Auswahl, was da alles so rumliegt. Und kann vielleicht auch ein bisschen mehr Neues entdecken. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich werde euch natürlich mitnehmen. Ich bin ja aber nicht so die Vlogging-Queen und möchte mir auch ein bisschen Zeit lassen zum Stöbern und ein bisschen Ruhe nehmen. Deswegen werde ich jetzt nicht so viel währenddessen vloggen, aber ich werde euch sicherlich ein paar Eindrücke zeigen, und danach werde ich euch natürlich vorstellen, was es alles geworden ist und warum und weshalb. Und schaut natürlich auch gerne bei Jenny vorbei. Wir laden ja diese Videoreihe gleichzeitig hoch, aber da werde ich dann auch nachher noch etwas zu sagen. So, jetzt bin ich aber erstmal gespannt. Erstmal freue ich mich auf mein Tattoo und danach werden wir mal schauen, ob es denn weitergeht. So, es ist passiert. Mein Tattoo ist tatsächlich gestochen worden und ich bin super happy und super glücklich. Es tat zwar weh. An der Stelle war es auch tatsächlich ein bisschen empfindlich, und es war ja auch für das erste Tattoo auch gar nicht so klein. Also ja, es war schon ein interessantes Erlebnis, aber wir konnten dabei trotzdem noch nett schnacken, und unter der Maske konnte man ja immerhin ja so heimlich das Gesicht verziehen. Das war alles in Ordnung. Also der Schmerz hat sich sowas von gelohnt. Vielleicht werde ich euch hier mal ein Bild einblenden, oder ich werde es euch später im Video zeigen. Ich weiß es noch nicht genau. Aber im Moment ist ja auch eine Folie drauf, also muss ein bisschen abheilen. Und mir geht's so gut und ich habe gerade so Endorphine und Glücksmomente, dass ich richtig Lust habe, jetzt auch noch shoppen zu gehen. Deswegen wird das durchgezogen. Ich sitze hier auch gerade total in so einer schönen Ecke auf einer Bank und ja, werde dann jetzt gleich weitergehen, ab in die Buchhandlung. Und wie ihr seht, bin ich auch super ausgerüstet. Und dann geht's gut präpariert in die Buchhandlung und werde ich mal schauen, was ich da so entdecke und mir so als Belohnung noch ja, schenken kann jetzt.
sicher in der Sonne hin und zurück dann im Regen. So schnell kann es gehen, aber jetzt bin ich auch nur noch 10 Minütchen von zu Hause entfernt. Habe ja 4 Bücher geshoppt, tatsächlich mehr als ich eigentlich wollte. Und ich bin ganz froh, dass ich doch noch was gefunden habe. Es war doch ein bisschen schwerer als ich dachte und ich wollte schon frustriert aufgeben und mir nicht irgendwas kaufen. Ich wollte ja auch wirklich was kaufen, wo ich richtig Bock drauf habe. Aber letztendlich habe ich dann doch noch was gefunden und ich denke mal, ich werde euch die Bücher morgen zeigen, weil ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr zu. Ich bin ziemlich kaputt und freue mich jetzt auf meine trockene Wohnung. Guck mal, jetzt kommt die Sonne doch wieder raus. Ja, jedenfalls freue ich mich jetzt auf meinen wohlverdienten Abend und zeige euch dann meine Ausbeute morgen. So ihr Lieben, es ist der Tag nach der Shoppingtour und ich möchte euch jetzt natürlich auch meine Ausbeute zeigen. Es sind letztendlich doch 4 Bücher geworden, damit habe ich nicht gerechnet, denn eigentlich habe ich ja so 2 bis 3 Bücher eingeplant, aber zum Schluss war es doch relativ spontan, ach, das nimmst du jetzt auch noch mit und das auch. Und dann hatte ich auf einmal 4 Bücher auf dem Arm und bin damit zur Kasse marschiert. Es sind tatsächlich sogar 3 Fantasy-Titel geworden und 1 Thriller, aber obwohl diese Schnitzeljagd ja dazu einlädt, auch mal außerhalb der Wohlfühlzone zu schauen und mal in andere Ecken zu gucken, war es ja für meine Aufgaben jetzt keine Vorgabe. Deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm. Ich habe mir das nicht explizit vorgenommen, aber es ist einfach passiert. Ja, obwohl es zum Schluss relativ spontan denn doch 4 Bücher geworden sind, hatte ich ziemliche Anlaufschwierigkeiten. Ich habe erstmal mit der für mich schwierigsten Aufgabe angefangen, mir nämlich hässliche Cover oder Cover, die mich nicht ansprechen, zu suchen und dann auf die Klappentexte zu schauen, ob es mich doch irgendwie packen kann. Und da ist mir einfach die Problematik einfach aufgefallen, dass viele Bücher, die mich optisch nicht ansprechen, auch nichts für mich sind. Damit versuchen die Verlage natürlich auch, die Zielgruppe anzusprechen. Das ist natürlich klar, dass sie immer wieder die gleichen Muster für gleiche Genre zu verwenden, um die gleichen Leser anzusprechen oder den Lesern halt zu suggerieren, das könnte etwas für dich sein. Da gibt es natürlich Mengen an Ausnahmen und deswegen finde ich ja gerade diese Aufgabe so interessant. Aber mir ist halt aufgefallen, dass die Bücher, die ich irgendwie nicht hübsch fand oder das Motiv hässlich fand oder nicht spannend, dass mir die Klappentexte auch einfach nicht zugesagt haben. Und ich wollte ja nun für diese Aufgabe nicht irgendwas kaufen, nur damit ich diese Aufgabe erfüllen kann. Und deswegen habe ich damit schon fast abgeschlossen gehabt. Dann bin ich aber im Fantasy-Regal fündig geworden und zwar beim Autoren Terry Pratchett. Terry Pratchett ist ja ein Fantasy-Autor, der bekannt beliebt ist, leider nicht mehr lebt, aber wirklich sehr, sehr humoristische, bunte und verrückte Romane von seiner Scheibenwelt, von seiner erdachten Scheibenwelt schreibt. Und ich habe von ihm bisher einen Roman gelesen, und zwar ist das Die Farben der Magie. Das konnte mich damals leider nicht so richtig packen. Ich wollte ihn aber auf jeden Fall nicht aufgeben, nämlich seine Reihe um Gevatter Tod hat mich am meisten angesprochen und da würde ich auf jeden Fall gerne weiterlesen. Das wäre zum Beispiel auch etwas, was auf meiner Wunschliste gestanden hätte, was zu dieser Aufgabe gepasst hat. Aber es gibt von Terry Pratchett jetzt auch Ausgaben, die neu aufgemacht werden und diese Cover mag ich überhaupt nicht leiden. Das sind so computeranimierte Bilder, die ich überhaupt nicht schön finde. Seine alten Cover oder die alten Cover der Ausgaben sind auch nicht für jedermann etwas. Das sind sehr, sehr verrückte, bunte, gezeichnete Bilder, fast schon Wimmelbilder, aber ich finde, die haben Kult und die mag ich viel lieber. Aber ich habe in dem Regal tatsächlich ein Cover oder ein Buch mit einem Cover gefunden, was diese Neuauflage hat, diese animierte. Ich finde das Motiv an sich gar nicht mal so hässlich, der Hintergrund ist sogar recht hübsch, aber die Art und Weise, wie es aufgemacht ist, ihr werdet es gleich sehen, fand ich halt nicht schön. Und da hat mich das der Klappentext auch angesprochen und deswegen dachte ich, das passt doch gut. Und zwar ist das der Winterschmied von Terry Pratchett. Das ist ein Märchen von der Scheibenwelt, wird auch oft als ein Jugendbuch der Scheibenwelt bezeichnet, obwohl viele oder die meisten, glaube ich, tatsächlich auch Erwachsene sind, die das lesen. Ja, ich werde euch einmal den Klappentext vorlesen. Wenn der Winterschmied Schmetterlinge im Bauch hat, dann tanzen die Schneeflocken. Tiffany W. ist eine Hexe in Ausbildung und im besten Teenageralter.
Da sie sich ungern etwas verbieten lässt, schon gar nicht das Tanzen, kann sie sich auch bei der Feier, die den Übergang vom Sommer zum Winter markiert, nicht zurückhalten. Und so passiert das Unvermeidliche. Der Winterschmied selbst, Herr über Eis und Schnee, wird auf Tiffany aufmerksam und verliebt sich in sie. Von Stund an überschüttet er sie mit Schneeflocken und Tiffany muss sich schnell etwas einfallen lassen, wenn es jemals wieder Frühling werden soll auf der Scheibenwelt. Ja, ich fand es sehr, sehr schön. Es klingt märchenhaft und auch irgendwie ein bisschen verrückt. Bei jedem anderen außer Terry Pratchett hätte ich jetzt wahrscheinlich bei dem Klappentext Abstand genommen, weil ich dachte, oh geht das, es geht wieder in diese Romantasy-Sache und es ist viel zu sehr Liebesgedöns im Vordergrund. Bei Terry Pratchett glaube ich das einfach nicht und da glaube ich nicht, dass der Fokus da drauf liegt. Mir ist allerdings was anderes aufgefallen hinterher. Und zwar ist es bei Terry Pratchett immer sehr schwer, die Übersicht zu behalten, in welcher Reihenfolge man das lesen soll und was für Reihen es gibt und was zu welchem Zyklus, zu welcher Reihe gehört. Es gibt da mehrere hilfreiche Übersichten und die habe ich mir mal angeschaut. Leider. Ich dachte, das wäre tatsächlich ein einzelnes Märchen von der Scheibenwelt, aber das gehört tatsächlich auch zu einer Reihe. Und das finde ich unglaublich schade, weil ich bin da nun mal so ein Monk. Viele sagen, ja, die kann man einzeln lesen, das ist alles abgeschlossen, das ist gar nicht schlimm. Aber mich stört es doch. Ich würde jetzt von euch gerne wissen, für die, die Terry Pratchett Wissen drauf haben, ob man das tatsächlich als Einzelband bezeichnen kann oder ob es da irgendwelche Anspielungen gibt oder ob es einfach viel mehr Spaß macht, in der richtigen Reihenfolge das zu lesen, weil es gibt halt eine Reihe zu Tiffany W., zu dieser Protagonistin, glaube ich, und zu diesen kleinen Männlein hier. Und deswegen werde ich es vielleicht umtauschen, habe ich überlegt, weil mich das einfach zu sehr stört, mittendrin irgendwo anzufangen. Und da würde ich lieber von vorne anfangen, dann würde ich das wahrscheinlich umtauschen. Schweren Herzens natürlich, weil ich eigentlich mich drauf gefreut habe und vor allem mich gefreut habe, dass ich diese Aufgabe erledigen konnte. Jetzt nochmal zum Cover, darum ging es ja. Der Hintergrund an sich ist eigentlich ja hübsch mit den Schneeflocken und mit den Haaren, aber es ist halt alles animiert, computermäßig. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck ist, aber es ist halt eben nicht gezeichnet. Und dieses Männchen finde ich auch ziemlich hässlich. Aber es ist halt auch genau dieses Computeranimierte, was ich einfach nicht mag an diesen Neuauflagen. Das ist noch eins der hübscheren, aber in dem Regal standen sonst nur entweder Doppelbände, was ich nicht mag. Und diese Doppelbände sind halt auch aus verschiedenen Reihen von Terry Pratchett, was ich auch völlig unnötig finde. Und deswegen habe ich hier zugreifen müssen, in Anführungszeichen, weil die anderen Bände halt eben entweder die alten Covern hatte oder eben diese Doppelbände. Ja, also helft mir mal bitte und schreibt mir in die Kommentare, ansonsten wird das denn schweren Herzens wieder umgetauscht. Aber es passt auf jeden Fall zur Aufgabe und es interessiert mich auf jeden Fall auch. So, kommen wir zur nächsten Aufgabe und das ist der einzige Thriller, den ich jetzt hier erbeutet habe und das war auch das Buch, was so den Knoten gelöst hat. Als ich das Buch gefunden habe, da lief es auf einmal. Vorher hatte ich halt gedacht, ach, dann gehst du doch an einen anderen Tag shoppen, dann hast du halt jetzt nichts gefunden, weil ich es auch eben nicht erzwingen wollte. Und zwar war es die Aufgabe, eine Zahl auf dem Cover zu suchen. Das war gar nicht so einfach, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich habe eigentlich echt gedacht, dass man da viel mehr findet. Ich habe dann Jenny nochmal gefragt, ob die Zahl ausgeschrieben sein kann oder ob die Zahl wirklich eine Nummer sein muss auf dem Buch. Und Jenny meinte, ausgeschrieben zählt auch. Und dann bin ich einfach alle Regale abgegangen und dann zum Schluss bin ich alle Thriller abgegangen im Bücherregal und habe alles rausgezogen, was eine Nummer dabei hatte. Das waren schon einige, aber viele haben mich halt auch nicht angesprochen. Gleiches Thema, ich will halt kein Buch kaufen, was mich nur halb oder nur so ein bisschen anspricht. Dann bin ich auf ein Buch gestoßen, was ich mir dann letztendlich geholt habe. Und da war auch eine Leseempfehlung von einer Buchhändlerin drin, die ich gerade noch vor ihrem Feierabend abgepasst habe. Die hat mir dann noch so ein paar Sachen zugerufen. Fand ich total lieb. Also kurz vor ihrem Feierabend hat sie mir dann noch schnell was zugerufen, was sie zu diesem Buch denkt. Und zwar ist das 4 Jahre von Karen Gerhardsen. Ich finde das Cover sehr, sehr schön. Hier durfte es ja schön sein.
sehr, sehr atmosphärisch. Und man sieht auch schon, es ist mal wieder ein Schneecover. Irgendwie spricht mich sowas immer an, auch wenn wir jetzt Sommer haben. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du tun? Winter 2014. Gotland ist bedeckt von einer dichten Schneedecke. Eine junge Frau steigt bei einem fremden Mann ins Auto. Auf der anderen Seite der Stadt macht sich ein Liebespaar auf den Weg zu einem heimlichen Treffen. Kurze Zeit später wird die Stille der schwedischen Wälder zerrissen. Zwei Autos auf eisglatter Fahrbahn verbinden sich auf Kollisionskurs, bis einer der Wagen in den Abgrund stürzt. Ein Unfall, der nicht nur einem Mann das Leben kostet, sondern auch verheerende Folgen für alle Beteiligten hat. Doch das Schlimmste daran, unter der Eisschicht liegt eine Wahrheit begraben, die erst Jahre später an die Oberfläche drängt. Ja, es soll ein fantastisch und brillant komponierter Thriller sein. Das war mir eben wichtig und deswegen war ich auch so froh, dass ich die Buchhändlerin noch erwischt habe, weil ich wissen wollte, weil der Klappentext jetzt nicht so viel hergibt. Ich finde, er gibt sehr viel Atmosphäre schon ab, aber wie diese Geschichte jetzt verlaufen wird, konnte ich nicht so richtig rauskriegen. Und auch hier in der Klappe, da waren jetzt nur Zitate aus dem Buch drin und dann konnte ich nicht so richtig sagen, was ist es jetzt? Es steht zwar Thriller drauf, aber es ist ja oft so, dass Thriller draufsteht und dann gibt es doch einen Ermittler. Ich wollte halt eben wissen, ist das eher in diese Ermittlerrichtung oder ist es ein richtig schöner Psychothriller? Hier hinten stand ja schon drauf, ein brillant kombinierter Thriller und sowas mag ich immer sehr, sehr gerne, wenn da sich jemand Gedanken drüber gemacht hat. Sie meinte halt, es gibt viele Wendungen, es gibt mehrere Protagonisten, ich glaube eben drei Stück. Aus drei Sichten wird das erzählt und es gibt immer wieder ein Hin und Her und es soll auch schön atmosphärisch sein und deswegen habe ich mich dafür entschlossen und war dann sehr glücklich mit der 4 auf dem Cover, ja, ein Buch gefunden haben, was zur Aufgabe passt und mir auch gefällt und danach ist irgendwie der Knoten geplatzt und ich konnte auch für die anderen Aufgaben etwas finden. Ja, bei dem nächsten Buch, da muss ich ehrlich sein, da habe ich schon im Voraus überlegt, ob ich mir das für diese Aufgabe hole, weil das auch etwas ist, was nicht auf meinem Sub landet, weil ich dieses Buch schon gelesen habe und für gut befunden habe. Aber jetzt wurde es an einer wunderschönen neuen Auflage präsentiert. Und jetzt wisst ihr vielleicht schon, in welche Richtung es gehen könnte, nämlich die Hexersaga. Da hatte ich ja die zwei Vorgeschichtenbände bereits gelesen und im Regal stehen und ich hatte auch schon den ersten Band der Reihe auf meinem Sub liegen und die habe ich ja aussortiert, nicht weil sie mir nicht gefallen haben, sondern weil ich die neue Auflage noch schöner finde und deswegen dachte ich, brauche ich die alte jetzt nicht unbedingt, kaufe die nach und nach und deswegen habe ich mir jetzt den ersten Vorgeschichtenband in dieser schönen Ausgabe von Der letzte Wunsch von Andrei Sapkowski gekauft. Ich finde die echt cool, die schimmert so schön und hat auch eine sehr, sehr schöne Haptik. Es ist hier so ein bisschen rau und hier kann man auch das Emblem fühlen, die Fledermaus. Und das Coolste ist, wenn man die nachher alle in das Regal stellt, dann ergeben die hier so ein ganz tolles Muster. Das erkennt man jetzt hier an dem ersten Band noch nicht so richtig, aber später, wenn das dann im Regal steht, sieht schon geil aus. Und deswegen habe ich mich dafür entschlossen, diese Reihe zu kaufen. Das heißt, dieses Buch kommt nicht auf meinem Sub, das belastet meinem Sub nicht, kommt sofort ins Regal. Natürlich werde ich diese Ausgabe irgendwann auch nochmal lesen. Ich bin ja, wenn ich ehrlich bin, eigentlich Hexer-Fan geworden, erst durch die Spiele, durch ein Let's Play von Gronkh zu The Witcher 3. Und dieses Spiel ist ja einfach genial, auch storytechnisch. Spielt natürlich erst nach der Geschichte der Romane. Aber da bin ich halt zum Hexer-Fan geworden und ich muss auch sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, ist das immer noch das liebste Medium, weil hier hatte ich schon ein paar Kriterien oder Kritikpunkte, die mir nicht so richtig gut gefallen haben. Aber ich hoffe halt immer noch auf die Reihe. Ich weiß gar nicht, ist die fünfteilig oder sechsteilig, irgendwie so um den Dreh. Jetzt habe ich immerhin den Anfang gemacht mit diesem Kurzgeschichtenband, um diese hübschen Ausgaben zu sammeln. So, und dann kommen wir zum letzten Buch, was ich geshoppt habe und auch zur nächsten Aufgabe, die ich erledigt habe. Auch diese Aufgabe, wusste ich, wird eine Herausforderung. Bei der Zahl auf den Cover habe ich eher gedacht, das wird einfach. Ist dann ja gar nicht so einfach geworden. Aber auch bei der Fantasy-Aufgabe, wo ich fantastische Titel durchgucken sollte mit einer mir unbekannten Magie,
Da ist mir aufgefallen, wenn man viel Fantasy gelesen hat, dann kennt man auch schon viel. Und die Bücher, die da halt standen, die hatten schon eine relativ große Auswahl. Also es waren tatsächlich drei Regale nebeneinander, aber sie waren sehr, sehr locker bestückt. Und das meiste, was drin stand, das kannte ich halt. Entweder habe ich es schon gelesen oder man kannte einfach die Geschichte dahinter. Deswegen war da nicht viel, wo man sagte, wow, das ist jetzt eine neue Magie, davon habe ich noch nie etwas gehört. Es werden ja auch oft immer die gleichen Muster verwendet. Oder aber, wie die Magie aufgebaut ist, was für ein Magiesystem dahinter steckt, kommt gar nicht auf den Klappentext vor, sondern erfährt man erst im Buch. Dann kann man natürlich nicht wissen, ob es irgendwie eine neue Magie gibt oder eine Magie, die man noch nicht kennt. Das war tatsächlich schwierig, hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht, denn irgendwann zwischen den mir bekannten und den großen Werken habe ich dann doch wieder ein paar Bücher rausgezogen, die ich noch nicht gelesen hatte, die ein bisschen unbekannterer waren. Und unter denen musste man jetzt irgendwas Originelles finden. Und schlussendlich hatte ich zwei Anwärter. Das eine habe ich mir jetzt auch auf die Wunschliste geschrieben, beziehungsweise muss ich noch auf die Wunschliste schreiben, das habe ich mir gemerkt. Und zwar war das von T.S. Orgel, ich weiß es nicht mehr, also er hat ja die Blausteinkriege, das war ja eine Fantasy-Reihe, die er geschrieben hat, und ich weiß gar nicht, ob das ein Er ist oder irgendwie ein Autorenduo oder so, ist ja auch wurscht, jedenfalls gibt es die Blausteinkriege und jetzt das Neuere, ich weiß gar nicht, ob das ein Einzelband ist, das hat sich auch ganz cool angehört, es geht um ein Haus. In diesem Haus sind ganz viele Artefakte ausgestellt und es soll ganz viele Portale zu einer anderen Welt geben. Das hat mich auch total angesprochen. Dieses Hausthema hat ja oft in dem Horrorgenre seinen Platz, so dieses Horrorhaus. Aber in der Fantasy habe ich das so noch nicht gehabt, dass ein Haus mehrere Welten abbildet. Ja. Also das stand auf jeden Fall auf meiner Liste und dann habe ich aber noch eins entdeckt und dafür habe ich mich jetzt letztendlich entschieden und zwar ist das Die letzte Drachentöterin von Jasper Forde. Jasper Forde hatte ich tatsächlich auch schon auf der Wunschliste stehen, mit dieser Reihe auch, aber auch mit seiner Thirst the Next, genau. Ich wollte schon sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Wo er auch sehr viel auf literarische Figuren einspielt, beziehungsweise literarische Figuren in seinen Büchern eine Rolle spielt. Also die Reihe will ich auf jeden Fall noch lesen, aber die hat mich auch angesprochen. Jasper Forde, so ähnlich wie Terry Pratchett, schreibt auch sehr verrückte und lustige Fantasy-Romane, aber es ist nochmal ein anderer Stil als Terry Pratchett. Jasper Forde hat eher so in diese Urban-Fantasy-Richtung einen Einschlag. Und Terry Pratchett hat ja seine eigene Scheibenwelt aufgebaut. Ich lese euch jetzt einmal den Klappentext vor. Früher war alles besser, zumindest in Sachen Magie. Zauberer trugen früher ehrfurchtgebietende Beinamen und selbst der mächtigste Spruch wurde gezaubert, ohne vorher Fluchformular B17G ausfüllen zu müssen. Doch dann begann die Magie zu versiegen. Heute kämpft Jennifer Strange, Findelkind und Managerin von Kazam Zauberei Management, einer Vermittlungsagentur für Zauberer, um jeden noch so kleinen Job. Ob magische Abflussreinigung oder Pizza-Express-Lieferung per fliegenden Teppich. Doch dann prophezeien Präkogniker im ganzen United Kingdom den Tod des letzten Drachen. Und zwar ausgerechnet durch die Hand von Jennifer Strange. Ja, soll saukomisch, aberwitzig und absolut unwiderstehlich sein. Und ich fand, im Vergleich zu dem anderen war das einfach noch ein bisschen innovativer und noch ein bisschen schräger. Und da waren dann doch noch mehr neue Ideen, die ich so noch nicht gelesen habe, drin. Und dann habe ich mich deswegen dafür entschieden. Ich meine, Pizza-Express-Lieferungen auf fliegenden Teppichen und ein Fluchformular P17G, was mich so ein bisschen an einen Passierschein aus Asterix und Obelix erinnert. Und ja, auch so ein Zaubereimanagement und Vermittlungsagentur für Zauberer. Also das hat irgendwie alles was Innovatives und eine spritzige Art und Weise. Und es ist ein dünnes Büchlein, was man, glaube ich, schnell durchlesen kann. Es ist der erste Band einer Trilogie. Ich glaube jedenfalls, es ist eine Trilogie. Und auch hier habe ich im Nachhinein etwas festgestellt, was mich extrem ärgert.
Und zwar sind nur die ersten beiden Teile der Reihe als Taschenbuch erschienen und der dritte Band nicht. Die gebundenen Ausgaben gibt es, glaube ich, noch, aber nur noch gebraucht zu erstehen. Und da habe ich jetzt halt auch überlegt, switch du nochmal? Also werde ich das vielleicht auch umtauschen? Weil ich das einfach nicht mag, wenn die Reihe einfach nicht zueinander passt. Und der zweite Band ist, wie gesagt, in dieser Ausgabe erschienen, die auch sehr hübsch ist. Und ich habe jetzt gestern einfach mal spontan den Bastei-Lübbe Verlag angeschrieben, ob sie planen, den dritten Band auch als Taschenbuch rauszubringen, weil sonst, wenn nicht, wenn sie mir jetzt eine negative Antwort geben, wird auch dieses Buch wieder umgetauscht. Nicht, weil ich die Story irgendwie blöd finde, sondern einfach, weil ich die Reihe gerne, weiß ich nicht, in ein Stück passend zusammen hätte. Einige werden es vielleicht verstehen, andere werden vielleicht mit dem Kopf schütteln, ist mir egal, so bin ich halt. Man könnte natürlich jetzt den ersten Band einfach lesen und dann schauen, ob es einem überhaupt gefällt und dann überlegen, dass man die gebunden sammelt, aber jetzt kann ich es immerhin noch umtauschen und kriege mein Geld dafür zurück oder kann es gegen andere Sachen umtauschen. Ja, das ist natürlich immer die Schwierigkeit bei so Spontankäufen, weil man sich vorher nicht so richtig überlegen kann und nicht recherchieren kann, was es mit diesen Reihen auf sich hat. Und dann kann natürlich nachhinein sowas auffallen, dass es entweder der mittlere Teil einer Reihe ist oder aber, dass die Reihe nicht zu Ende übersetzt wurde oder halt nicht in der passenden Ausgabe. Sowas kann natürlich passieren bei Spontankäufen. Ich mache sowas ja selten, obwohl mir das jetzt so Spaß gemacht hat und ich das viel, viel öfter machen würde gerne. Und auch die Buchhandlung, die ich da besucht habe, die kannte ich ja nun auch noch nicht und habe ich auch neu erkundet sozusagen und das war eigentlich richtig cool. Ja, jetzt habe ich euch meine Ausbeute vorgestellt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und natürlich auch meine Fragen beantworten, die ich so hatte. Und ich habe ja noch eine weitere Aufgabe gehabt, die ich aber mit zwei der vier Büchern ganz einfach auch erledigen konnte. Und zwar sollte ich ja einen neuen Autor für mich entdecken. Und zwar ist das die Karin Gerhardsen, von der habe ich noch gar nichts gehört. Und Jasper Forde, den hatte ich zwar schon länger auf meiner Wunschliste stehen, aber davon habe ich halt auch noch nichts gelesen. Also auch diese Aufgabe ist erfüllt. Das heißt, ich habe eigentlich alle fünf Aufgaben erfüllt und bin sehr stolz. Ja, jetzt müsst ihr natürlich auch bei Jenny vorbeischauen, weil sie hat ja auch von mir Aufgaben bekommen und ist selber shoppen gegangen. Und wie ich gehört habe, ist sie da ziemlich eskaliert und hat so ordentlich was in ihre Tasche gepackt, was mich sehr, sehr neugierig macht. In dem jetzigen Zeitpunkt kenne ich ihre Ausbeute auch noch nicht und wir haben uns das auch noch nicht erzählt. Wir werden uns dann gegenseitig auch unsere Videos anschauen und uns dann dabei freuen, was dabei alles rumgekommen ist. Und solltet ihr jetzt noch mehr Lust auf solche Bücherschnitzeljagd-Videos haben, dann schaut mal in die Infobox, denn es gibt ja schon viele, die das zusammen gemacht haben. Und ich denke, ich werde mal die anderen fragen, ob wir uns nicht einfach zusammentun wollen und eine Playlist erstellen wollen, wo alle Bücherschnitzeljagden drin sind. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Und dann habt ihr alle auf einen Blick, weil ich selbst schaue diese Videos nämlich auch extrem gerne. Und finde es immer spannend, was da denn für Aufgaben sind und was sich die Kandidaten dann für Bücher kaufen. So, ich hoffe, ihr hattet Freude und jetzt wünsche ich euch auch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!